Stell dir vor, du wachst auf und du kannst machen, was du willst. Die Geschichte von Wir sind die Nacht ist eigentlich die Geschichte von Lena. Einem jungen Mädchen, was aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Sie ist ein Großstadtmädchen, sie kommt in Konflikt mit dem Gesetz. Pass auf, Mann! Stehen bleiben! Stoi! Sie ist sehr, sehr einsam, so ein einsamer Wolf, der sich halt so durch die Stadt kämpft. Dann trifft sie halt auf diese Luise, diese Frau. Lass sie durch. Auf einer Party. Und Luise macht sie eigentlich zur Vampirin. Du selbst kannst es nicht sehen. Wovon redest du? Bei uns wird so erzählt, dass du nur zum Vampir werden kannst, wenn du gebissen wirst, wenn du die Gabe in deinen Augen trägst, also erkennbar für den Vampir. Ich bin kein Mensch. Der Vampirbiss ist die Eintrittskarte in die High Society. Und ich glaube, das fragt sich natürlich jeder Mensch, gerade wenn er jung ist, was würde passieren, wenn ich eines Nachts irgendwie die Eintrittskarte in eine andere Welt bekommen würde. Wir haben halt alles dabei. Wir haben Charlotte dabei, die halt aus dieser ganzen 20er Jahre kommt. Luise, die halt von ganz früher kommt und schon alle Epochen der Zeit miterlebt hat und halt der Chef ist. Und dann haben wir halt Nora, die halt immer Spaß hat. Und dann haben wir halt Lena, die halt neu dazu kommt. Frauenpower, das habe ich noch nicht gesehen bisher. Ja, es hat so ein bisschen was von Sex in the City auch, ne? Also so eine Frauenkombo, die ganz stark ist und so ihr Leben lebt. Ich glaube, Lena zahlt einen so unglaublichen Preis für dieses Vampir-Dasein. Und Luise stellt diesen unglaublichen Luxus dar, diese unglaubliche erst einmal Freiheit. Bis sie irgendwann feststellt, dass sie eigentlich ihre Seele an den Teufel verkauft hat und nur überlegt, wie komme ich dabei raus? Warum hast du das gemacht? Warum nicht? Und dabei feststellt, dass sie natürlich in diesen Pakt mit dem Teufel, den sie jetzt eingegangen ist, dass sie dort nicht rauskommt, ohne sich selber und das, was sie am meisten liebt, zu gefährden. Was ist los? Was ist los? Hör auf! Du musst genau hinsehen. Ja. Oh. Nein!